Hallo. Ich gebe auf. Und zwar habe ich aufgehört, mich gegen Mac zu wehren. Ich bin in fast allen Foren darauf gestoßen, dass quasi jeder zweite hier Mac benutzt. Ich habe keine Ahnung warum. Es ist Mac hier, Mac da, Mac's Limited Edition. Man kann davor echt nicht mehr fliehen. Und es war so schlimm, dass ich jetzt gesagt habe, ich musste googeln, ich musste gucken, wo hier in Berlin der nächste Mac Store ist. Und habe ihn dann auch in der Weinmeisterstraße gefunden. Und musste natürlich gleich hin. Am besten noch am gleichen Tag, aber ich konnte es noch aushalten bis zum nächsten. Ja, bin da noch rein. Und es ist ja ziemlich schwer, da rauszugehen, ohne mindestens 100 Euro zu bezahlen. Ich muss sagen, ich war ganz angetan. Es waren schöne Sachen dabei, tolles Make-up, tolle Lidschatten. Hatte schon was auf jeden Fall. Vorweg möchte ich aber sagen, es ist in Ordnung. Muss jetzt aber nicht meine Hauptmarke werden. Also nur weil so viele sagen, ey, Mac hier, Mac da. Ich wollte es ausprobieren, ich wollte mir selber ein Urteil bilden. Habe ich auch getan. Bin ganz zufrieden damit, aber ich bleibe ein Benefit-Kind. Also davon kriegt mich wirklich keiner weg. Okay. Das erste Produkt, was ich gekauft habe, ist ein Mineralize Skin Finish. Und zwar in der Form Naturell. Es hat halt auch diesen kleinen Huckel. Und die Verkäuferin meinte zu mir, alle, die so hügelig sind, die sind nicht gepresst worden und deswegen schauen die so aus. Und ich finde es ganz toll, also ich mache es, wie gesagt, immer am Ende meines Schminkkurses ran. Und ich finde es sehr schön. Es hat eine nicht ganz so intensive Farbabgabe, aber genug, um halt dann doch nochmal das Make-up so zu veredeln und nochmal den Look ein bisschen rausstechen zu lassen. Also ich finde es gut, wirklich. Das zweite, was ich mir gekauft habe, und ich liebe es. Und ich denke mal, ich werde auch bei diesem Produkt bleiben. Und zwar ist es ein Flüssig-Make-up, das Studio Fix Fluid. Und es ist wirklich großartig. Also wie gesagt, ich trage Make-up, Flüssig-Make-up schon sehr, sehr lange. Und viele blöde Sachen auch gekauft, ausprobiert. Und ich habe immer den Fehler gemacht. Ich habe immer nur auf dem Gesicht ausprobiert, die Verkäuferin meinte. Aber bei mir, wenn man das ideale Make-up für sich finden möchte, muss man den Test am Hals machen. Und wenn es genau die Farbe des Halses hat, ist es perfekt. Das haben wir getan und ich war erschrocken, wie hell das Make-up bei mir sein muss. Das ist wirklich sehr, sehr hell. Aber ich mache immer, ich arbeite noch viel mit Puder, Bronzepuder und hole dann auch noch die Farbe aus dem Gesicht raus. Aber es ist großartig. Also es ist wirklich das erste Make-up, wo ich sage, ich trage es auf und habe nicht diesen ekelhaften Rand. Es hält super gut, wischfest. Also es erfüllt alle Kriterien, die ich mir immer gestellt habe. Und ich bin wirklich, wirklich, wirklich begeistert. Es ist ein super Produkt. Kann man nicht anders sagen. Dann wollte ich noch einen Pinsel kaufen. Und als ich die Verkäuferin fragte, was kostet denn der, da sagte sie doch wirklich 60 Euro. Das war mir dann doch zu teuer, aber als sie dann meinen Gesichtsausdruck gesehen hatte, meinte sie dann auch sofort, wir haben gerade ein Set im Angebot. Und dann hat sie mir das gezeigt und ich fand es auch ganz toll. Und zwar war es ein Set mit fünf Pinseln. Ich habe jetzt hier gerade nur noch vier, denn einen habe ich meiner Freundin Katrin geschenkt. Und zwar fangen wir mal an mit der 187. So ein schöner Fluffy-Pinsel. Und mit dem trage ich auch das Skin Finish auf. Und der ist so schön. Der ist so weich. Dann kommt die 212. So ein schöner. Und mit dem trage ich halt gerne unter dem Auge auch. Und kann man auch schöne Lidstriche nachziehen. Das ist wirklich gut. Dann habe ich noch einen Concealer-Pinsel, mit dem ich jetzt auch wirklich immer das von Yves Saint Laurent auftrage. Und ich bin wirklich überrascht, wie toll das geht. Wirklich gut. Und zum Schluss kommt noch ein Lidschattenpinsel. Ich benutze ihn aber auch gerne zum Verblenden. Das ist die Nummer 175 und ich kann nicht meckern. Also ich müsste lügen, wenn ich jetzt sage, ich müsste irgendwas finden, woran ich was auszusetzen hatte. Das Schöne war, diese Sachen, die Pinsel waren auch noch in so einer schönen Tasche drin. Und ich zeige euch mal, wie das innen drin aussieht.
fand es irgendwie cool, total stylisch. Und das Witzige ist, selbst in dieser Tasche war noch ein kleines Täschchen zur Aufbewahrung der Pinsel. Naja, es ist niedlich. Und dieses Set, da war halt noch so ein Rougepinsel mit dabei, der auch so angeschrägt war, um die Wangenkontur schön zu betonen. Und das Set hat 55 Euro gekostet. Und was soll ich sagen, jetzt habe ich alle Pinsel, die ich brauche und das ist okay. Also ich werde jetzt, denke ich mal, nicht jeden Tag zu MAC rennen, kann ich mir auch gar nicht leisten. Aber ich werde definitiv bei dem Flüssig-Make-up bleiben, weil das wirklich eine tolle Sache ist. Aber ich werde mir jetzt nicht alles zulegen, weil jetzt alle anderen hier MAC-Produkte benutzen und auf MAC schwören. Ich habe da meine eigene Theorie. Ich habe gerne eine Hauptmarke, bei der ich auch bleibe. Aber ich probiere auch ganz gerne andere Sachen auf, die ich auch als wirklich gut empfinde. Und mein Schmuckzeug ist ziemlich gemischt, aber die Hauptlinie zieht sich wirklich durch Benefit und dabei bleibe ich auch, weil ich einfach überzeugt bin von dieser Marke. Habe jetzt nichts an MAC zu meckern, so ein cooler Satz, aber es ist mir einfach, der Trend geht mir so stark in diese eine Linie und ich mache gern ungerne Dinge. Ich folge ungern Trends, das ist alles. Ich finde da gern so meinen eigenen Stil und versuche mich da durchzuschlängeln. Aber jetzt, ich muss das ausprobieren. Habe ich auch getan. Wir sind gerade die Bauarbeiter am Fenster, unsere Fassade wird gerade gemacht. Und naja, MAC hat mich geschafft. Ich konnte nicht länger widerstehen, ich musste nachgehen. Und bereue es jetzt aber auch nicht. Es war ein schöner Einkauf, schöne Erfahrung und es ist ein gutes Produkt. Ja. Okay, das war schon alles. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut.